So, hallo nochmal im Model 3 zu einer Normalfahrt zur Arbeit. Habe ich hier schon eingestellt, resette ich mir auch mal. 438 Kilometer sagt er, hätte ich noch. Müsste also irgendwie bei 400 Kilometer rauskommen. 30 Kilometer fahre ich ja. Also, wir sind bei 87%, also so um die 90%. Das ist mal jetzt gut. Schalte uns aber die Anzeige wieder auf die Kilometer. Ist immer so die Frage, Kilometer oder Prozente. Ah, das habe ich jetzt schon ein paar Mal erzählt hier. Navi tut leider nicht hier in dem tollen Teil, weil amerikanischer Import und deshalb keine Kartendaten von Europa drin, nur Kanada, Mexiko und USA, ja. Obwohl es so weit geht, dass ich hier die Supercharger sehe, aber ich habe halt kein, ich sehe nicht die Straße, die müsste ich mir jetzt hier draufmalen oder einblenden. Geht leider nicht. Schade, ne? Deshalb zeige ich hier lieber irgendwie sowas an. Ist dann ein bisschen sinnvoller als diese. Es sieht aus, wie ob ich auf dem Mars fahre. Genau, das Mars-Ding kann auch nichts anzeigen. Ich habe leider keinen Internetempfang hier. Kann ich auch nicht mit einem Hotspot oder sowas verbinden. Bin ein bisschen blind. Ja, wir machen jetzt mal die Fahrt, meine Arbeitsfahrt, weil das ist ja eher ausschlaggebend auch für die Verbrauchswerte, wo man so ein bisschen kalkulieren kann, was braucht jetzt das Auto, was kostet mich das Auto eigentlich dann. Und ich erzähle euch dazwischen noch ein bisschen was vom Auto, wie sich's anfühlt und wie sich's fährt, bisschen Autopilot. Also bleibt dabei. Ja, erstmal hier in meiner Stadt rumfahren, Weilheim. Da ist natürlich noch nichts mit Autopilot. Autopilot tut ja noch nicht in der Innenstadt, ne? Ja, man soll ihn auf Autobahnen verwenden, auf Bundesstraßen, eigentlich auf Straßen, die eine ordentliche Spurbegrenzung haben. Das ist ja so sein Ding. Und sobald ich hier aus der Ortschaft raus bin, ist das auch so. Ja, also es ist wirklich ein angenehmes Fahren mit dem Auto. Man hat gewöhnt sich ziemlich schnell auch an das Display da so. Geschwindigkeitsanzeige hat man eigentlich gut im Blick. Klar, auch hier fehlen jetzt halt die Features, dass er mir dann sagen kann, du fährst schneller als die Richtgeschwindigkeit, als die Geschwindigkeitsbeschränkung, weil er hier die Kamera mit der Kameras die Schilder nicht erkennt. Aber das ist auch wegen der US-Version oder den ersten Versionen hier. Es ist ja eine der ersten Versionen aus USA, die ersten, die Tesla gebaut hat. VIN-Nummer ist irgendwas von 5300 rum, genau. Und 8.1er Softwarestand, wo zum ersten Mal der Chill-Modus drin war, sowas aus der Generation, ne? Und hier sind wir aber definitiv in einem Autopilot Straße unterwegs, ne? Ich mach mal hier, das sieht man mit dem Rollrad, kann man das schön verändern, mal die Geschwindigkeit hier irgendwie auf 80 meinetwegen, fahren ja eh welche vor mir. Fahrzeuge sieht man auch so ein bisschen. Also das ist schon ziemlich gleichwertig dem, was man im Model X und S auch hat. Die Anzeige ist ja hier ein bisschen anders. Man muss sich da so ein bisschen dran gewöhnen, dass man hier unten jetzt irgendwie so hin und her wischen muss, wenn man da zum Beispiel, was jetzt auch noch eine sinnvolle Anzeige ist, hier die rückwärtige Kamera einschaltet, ne? Solche Sachen, also einige Sachen waren ja auch noch hier draufgelegt. Also ich muss nicht hier tippen. Ich kann das hier mit dem Rollrad einstellen und den Abstand zum vorfahrenden Fahrzeug kann ich hier mit rechts-links tippen an dem Rollrad machen. Alles ganz coole Aktionen. Finde ich eigentlich gut, diese Sache mit den Rollrädern. Das rechts-links-Klicken ist noch so ein bisschen, muss man ein bisschen im Gefühl haben. Ja, eigentlich sollte man es ja mit dem Daumen machen hier, ne? Dazu ist das ja eigentlich gedacht. Mal gucken, ah, da ist es rechts-links ein bisschen blöd zu drücken. Gut. Oh, jetzt wollte ich Sparsteuerung, die wollte ich gar nicht. Nein! Da geht ja aus. Ja, also, das ist alles hier Standard. Der will jetzt hier abbiegen und bremst automatisch ordentlich ab, hält auch ordentlich die Spur und fährt auch hoffentlich wieder an. Ja, fährt auch wieder an. Gut, also das ist auf jeden Fall ein Highlight für mich, weil ich ja immer hier
diesem Kanal die ganzen Assistenzsysteme austeste und dann immer euch sage, das funktioniert nicht richtig, das funktioniert nicht richtig, oder auch immer sage, das funktioniert nicht wie bei Tesla. Und deshalb haben wir hier mit diesem kleinen Tesla, mit dem Model 3, mit der vollen AP2 Hardware eingebaut und deshalb auch nachher der Kapazität, dass es richtig autonom fahren kann oder zumindest auch das kann, was die großen Teslas können, sind wir da schon technisch besser dran. Also das würde ich auf jeden Fall sagen. Und das ist für mich natürlich schon so ein Ding, weil ich immer gesagt habe, das, was da im Tesla als Autopilot drin war, das hätte ich gerne in den anderen Fahrzeugen auch. Wobei ich ja damals vom AP1 kam. AP2 ist ja so langsam jetzt auf dem Level vom AP1. Ja. Aber dieses Fahrzeug hier, bin ich der Meinung weiterhin, das Model 3 ist eigentlich das führende Fahrzeug bei Tesla. Auch von dem ganzen Design her. Ich vermute stark, dass dieses Design im Model S und X kommen wird. Und jetzt diese Kombination hier, also ein wirklich schnittiges Fahrzeug, merkt man auch dann von den Verbrauchswerten. Im Moment sind wir bei 17. Und dann aber diese komplette Technik da drin. So, wir dürfen plus 100, rolle ich mir mal auf 100. Also die Rollerei finde ich auch nicht schlecht. Ich kann zwar jetzt nicht in größeren Steps so rollen, da muss man dann, ja, aber, und dann Autopilot wieder, okay. Ja, also ich bin der Meinung, dass dieses Auto jetzt hier tatsächlich ein Game Changer wird. Es hat einfach alles drin, was man will, und Wahnsinnsreichweite. Ihr seht ja jetzt, 90% von dem 75er Akku sind immer noch über 400 Kilometer. Ich vermute auch, dass das eine reale Reichweite ist. Da passt da jetzt so ein bisschen an. Kann man also nicht so ganz sagen, wie es dann gemeint ist. Ja, mit der Rollerei jetzt auf 120. Gut. Ich hätte noch gern so Presets, dass er so 120 sich merkt oder irgendwas, was man gerne so als Geschwindigkeit fahren will. Müsste man noch ein paar Presets einbauen oder sowas. Ja, es wird irgendwann mal kommen, wenn alles so ein bisschen in trockenen Tüchern ist, dann kann man auch mal über solche Features nachdenken. Ah ja, ihr merkt schon, ich habe jetzt natürlich auch andere Autos getestet, die haben da, was weiß ich, bei BMW zum Beispiel frei programmierbare Tasten und sowas. Das wäre natürlich cool, wenn man das hier in dem Teslas auch drin hätte, solche Geschichten. Ich gucke mal gerade, ja, das Bild müsste halbwegs ordentlich aussehen für euch. So, wirklich was sieht. Ja. Leider Beleuchtung gerade ein bisschen schwierig, draußen ziemlich hell. Und dann das Display hier dazu. Kann auch mal gucken. Bin jetzt hier bei 50. Ich glaube, ich das ein bisschen heller mache, dass es aber nicht dann wieder überstrahlt. Ja, lassen wir es mal so. Kann ich leider jetzt hier während der Fahrt ein bisschen schlecht sehen, ob das gut rüberkommt. Jo, aber so eigentlich jetzt zum Beispiel bin ich jetzt schon eine Weile jetzt hier auf der Autobahn gefahren, 120, und der Verbrauch ist bei 15, 14,9, 15 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Wir haben 1 Kilowattstunde verbraucht, 7 Kilometer gefahren. Ja, das sind super Werte, ne? Das sind Ioniq-Werte, sage ich immer. Und das ist der große Vorteil. Tesla hat jetzt hier in dem Long Range zumindest mal eine große Batterie reingebaut mit 75. In dem Medium Range wird es ja wahrscheinlich irgendwie so eine 60er sein. Und ob das dann mit dem Short Range 55 oder sowas wirklich geben wird, weiß ich gar nicht. Vielleicht auch eine Software-Limitierung oder sowas dann drauf wieder. Aber daran merkt man, wenn ich diese Kombination habe, eigentlich eine gute Antriebstechnik. Auch der Motor hier ist ja sehr effizient. Horst Grüning hat ja darüber philosophiert und da mal euch die Technik näher gebracht. Kombiniert mit einem relativ großen Akku und dann noch dieser windschlüpfrigen Karosserie eigentlich, dem guten CW-Wert, das gibt dann ein Auto, was tatsächlich hier bei Vollladung 500 Kilometer anzeigt. Und sogar im Hypermiling ist ja ausprobiert worden von Nextmove. Das ist das Auto, das da mitgefahren ist, auch mit dem Spacey. 1000 Kilometer möglich sind. Klar, wenn man natürlich nur 60 fährt, ne, das muss man schon zugeben. So, ne, Autopilot wieder an. Der Hebel hier ist mit dem Autopilot ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Vor allem, weil man auf dem Autopilot einschalten ja noch zweimal runterdrücken muss. Jetzt fahre ich aber hier rüber. Ansonsten verhält sich das Auto ganz genauso. Es bleibt der Tempomat drin, wenn ich den Lenkassistenten rausnehme. Okay. Dann muss ich so langsam zweimal runterschalten und dann kriege ich auch den Lenkassistent wieder rein.
Das funktioniert alles. Ein Ford Ka, ein neuer, der sieht aus wie, wie so ein E-Auto, wie so eine Zoe oder sowas. Irritiert mich jedes Mal. Ja. Ford hat da, glaube ich, gar kein E-Auto mehr. Der Focus haben sie, glaube ich, gar nicht mehr. Ne? Ja, gut. Genau, wo ist dieses Auto eigentlich einzuordnen von der Größe her? Es ist tatsächlich ein Dreier-Modell, also eine C-Klasse, ein BMW Dreier in der Größe. Und das ist auch der direkte Konkurrent, der direkte Vergleich. Es ist auf höherwertig gemacht eigentlich als Zweier-Autos, als die Autos, die E-Autos vor allem, die wir sonst so kennen. Merkt man nämlich vor allem daran, die rahmenlosen Scheiben, sage ich immer, daran erkennt man das, dass es eigentlich ein teureres Auto ist. Wobei die Sinnfrage natürlich da gestellt werden muss, ob man das braucht. Das ist schon klar. Ich fahre jetzt hier zu langsam, Leute, das ist nichts. Gurke hinter dem hier her, ich will doch 120 fahren. Also fahre mal hier raus. So. Zip. Und so. Also, das ist das ja nicht ganz realistisch, sonst verbraucht er mir ja noch weniger. Also ich will morgen auch nochmal, ich habe das Auto ja nur zwei Tage jetzt hier nochmal, eine ziemlich sparsame Fahrt machen, also da so quer durch meine Fahrt zur Arbeit. Da checken wir dann nochmal, was wirklich möglich ist an Minimalverbrauch. Auch jetzt hier auf der Autobahn mit 120, was ja so eine normale Geschwindigkeit jetzt hier ist, sofern nämlich kein Stau ist, habe ich jetzt hier 13,5. Das ist ja cool, das ist ja super. Also, so, der Lane Change tut nicht. Tut der eigentlich wirklich nicht? Ich mache nochmal, okay, ihr sagt Auto Lane Change, soll ich nochmal checken, ne? Auto Lane Change mal an. Kann ich jetzt nicht checken, da kommen welche. Dann checke ich das lieber nicht. Aber ich glaube, das tut nicht. Das war noch die Softwareversion, die den Lane Change nicht konnte. Und der amerikanische Lane Change ist ja, soweit ich weiß, nur Einschalten des Blinkers und dann tut das, oder? Also, Blinker einschalten, tut aber nicht. Nee, kommt doch jetzt jemand? Lass mal. Also, da changed nichts. Ich glaube, der kann das nicht. Wir versuchen es mal nach links, nach rechts rüber hier. Also, ich blinke, ziehe auch ein bisschen am Lenkrad. Nee, tut nicht. Also, der Lane Change, der hat keinen Sinn, der tut nicht. Ja, brauche ich jetzt auch nicht. Also, ich bin sowieso nicht so. Wenn die Autos dann mal richtig selber überholen können, okay, alles dazwischen ist so ein bisschen. Er sollte einen Blindspot überprüfen und mich warnen, wenn da irgendwie ein Auto schnell hinten herkommt oder so neben mir fährt. Das sollte er auf jeden Fall machen und dann mit piepsen, warnen und hupen und irgendwas tun. Aber ob er jetzt selber die Spur wechseln kann, ist jetzt für mich nicht so eine primäre Funktion. Also ich finde, den adaptiven Tempomaten ist für mich essentiell. Und wenn das hier das Autopilotfahren hier so gut funktioniert wie jetzt hier, also das Lenkrad ist ziemlich eingerastet, man merkt richtig, wie gut er da fährt, dann ist das cool. Ich lasse ihn mal fahren, ihr könnt da mal gucken, wie auch hier das Display reagiert. Das hat nämlich eine schöne Reaktion eigentlich. Wie gesagt, amerikanisch und auch diese Versionen, die noch nicht so eingeschränkt waren, dass er schneller darauf reagiert. Das wurde später ja dann eingefügt, deshalb nicht ganz vergleichbar. Die 9er Version ist ja jetzt teilweise schon sichtbar, die wird auch einige Sachen noch ergänzen, die jetzt hier nämlich in dem noch fehlen, in der Version. Zum Beispiel der Browser, also der Internetbrowser und auch diese Energieanzeige, die so ein Burndown zeigt. Wenn ich da so ein Ziel eingegeben habe, zeigt er ja, wie ich da runterfahre im S und X. Das finde ich auch eine ganz super Anzeige. Die wird hier auch kommen scheinbar. Ich habe noch aus dem Web jetzt noch keine Bilder gesehen dazu. Ihr müsst jetzt mal danach suchen. So langsam wird ja die 9er Version ausgerollt, auch auf dem Model 3, und dann sieht man das. Na Leute, ich fahre jetzt aber ziemlich lang hier im Autopilot. Mein Durchschnitt ist nur noch bei 12. Jetzt Hold Steering Wheel kommt da und dann macht er so eine blaue Blinke. Ich weiß nicht, ob die nochmal anders kommt. Ich lasse mal noch ein bisschen fahren, es wird schneller. Okay, blau blinken ist natürlich nicht gratis. Dann müsst ihr jetzt irgendwann mal piepsen und mir einen Strike geben. Da ist der Piepser. So, fasse ich wieder an. Ah, ich dachte, es wird noch irgendwann rot, aber er blinkt nur stärker blau. Also rot blinken fände ich jetzt hier cooler. Wäre noch ein bisschen auffälliger. Das Blau ist ein bisschen unauffällig. Aber so sieht es jetzt hier im Model 3 praktisch aus, der Autopilot. Ja, jetzt habe ich hier so viel erzählt. Ihr müsst das Video angucken, wo ich die Alprundfahrt mache. Also meine normale Rundfahrtstrecke, da habe ich ein bisschen mehr noch vom Handling erzählt. Da bin ich ja auch so Serpentinen gefahren. Es ist ein cooles Gefühl hier. Das Lenkrad ist ziemlich klein eigentlich. Ich habe es ja mal ausgemessen bei dem JB, was es für einen Durchmesser hat. Ich habe das Gefühl, es ist kompakter, kleiner als bei anderen Autos.
Es hat ein bisschen ein dickeres Umfeld hier so. Also es ist ein bisschen dicker als bei anderen so. Also der hier, es gibt früher gab, waren die Dinger ja so dünn. Ne? Also das ist ein Riesenunterschied. Und dadurch, man hat hier so ein Go-Kart-fahrmäßiges Fahrgefühl hier. Ne? Ich fahre jetzt mal hier rüber nochmal. Ja, wieder an. Also das ist so richtig Go-Kart-mäßig bin ich da unterwegs. Ist eigentlich meine Klimaanlage an? Ja, die ist an. Beziehungsweise die Heizung. Und hier bin ich jetzt auch cool. Ich kann wieder meine gewohnten 20,5 oder 21 schön schalten. Die halben gerade gehen hier. Das ärgert mich manchmal bei vielen anderen Autos, wo ich ständig zwischen 21, 22 oder 20, 21 hin und her schalte. Die Temperatureinstellung ist in jedem Auto irgendwie anders. Ja, ja, diese ganz coole Geschichte ist ja das hier eigentlich mit dem, wo soll das Ding hinföhnen. Ja, also das ist schon cool. Ich habe das jetzt noch gar nicht so richtig ausgetestet, weil ich nichts zum Lüften hatte. Aber das ist ganz, ganz coole Sache. Also meine Frau, die sagt in jedem Auto, die Lüftung funktioniert nicht. Die hatte jetzt damit weniger Probleme. Wir sind gestern gefahren, sie hat gar nichts gesagt. Also war die Lüftung wohl in Ordnung. Nee, das ist, kann man nicht sagen so pauschal. Kann auch sein, dass man gar keine Möglichkeit hat. So, wir kommen in eine Baustelle. Und ich möchte den Tempomaten und Autopiloten hier nicht überfordern und die müssen da sowieso da vorne rausfahren. Das ist jetzt mal egal. Ja, muss ja immer wissen, das sind jetzt hier Einzelstücke, das sind einzeln umgebaute Fahrzeuge. Jetzt das vom Next Move, die haben zwei, gibt ja noch mehr in Deutschland und da muss man ein bisschen drauf aufpassen. Ich werde jetzt ja nochmal ein bisschen so rundfahren, das ist auch so das mein Anliegen, ein paar Supercharger abklappern und das vorher publizieren, sodass man dann dazukommen kann, sich das Auto angucken kann. Große Rundfahrten wird es jetzt nicht geben, das hat sich jetzt noch nicht mehr ergeben, weil die sind organisiert. Zum Beispiel jetzt hier auf den Next Move Days. Da kann man dann hinkommen und muss man leider vorher sich anmelden, weil so viele Leute eigentlich mit dem Auto fahren wollen. Ansonsten, weiß nicht, danach entspannt sich es dann vielleicht auch, ist dann auch mal möglich, nochmal bei anderen Gelegenheiten mit dem Auto mitzufahren oder selber zu fahren. Und sobald dann die ersten kommen, die ersten Autos, die wirklich hier europäisch zugelassen sind, dann wird man die auch ausleihen können natürlich. Uah, da steht einer, das ist gar nicht gut. So, ja, was erwarte ich? Wann wird dieses Auto in Deutschland verfügbar sein? Ich sage Ende des ersten Quartals, also März ist meine Schätzung jetzt im März nächsten Jahres 2019, also März 2019 werden wir die Fahrzeuge hier haben. Ich weiß nicht, wie der Vorlauf ist. Wenn Sie einen längeren Vorlauf haben, dann wird vielleicht schon im Dezember eine Konfiguration teilweise möglich sein. Ansonsten eher kurz vorher. Es kann sein, dass natürlich so Leute, die jetzt alles schon hatten, ne, der Roadster, Model S, Model X und die noch mehrfach, dass die dann tatsächlich um einiges, sagen wir mal, besser dran sind. Aber ich muss hier andersrum fahren, richtig. So. Dass die also tatsächlich eine bessere Rangliste kriegen und früher das Auto kriegen, das kann durchaus sein, das gebe ich ja zu. Ansonsten rechne ich damit für Leute, die jetzt auf einem Account bestellt haben, der keinen Tesla vorher hatte, dass das da Ende März wird. Außer es läuft noch irgendwas tutti kompletti schief, auch in Bezug auf die Produktionszahlen. Die sollten noch ein bisschen besser sein. Die bin ich ganz sicher, ob Bloomberg recht hat oder andere Leute. Ob die nur bei 4.000 oder bei 6.000 sind, ist halt doch ein ganz schöner Unterschied. Ja, also da müsste man noch mal ein bisschen stabileren Wert kriegen, dann kann man das auch besser berechnen. Ansonsten so bei dem jetzigen habe ich das Gefühl, dass es so auf das rausläuft. Kann jetzt natürlich sein, dass auch Deutschland nicht unbedingt ganz, ganz vorne auf der Liste steht. Normalerweise ist immer Norwegen weiter vorne, eventuell auch die Schweiz. Oder komischerweise jetzt auch seit neuestem Frankreich. War ja auch seltsam, dass da Genfer Motor Show das Auto zu sehen war, allerdings nicht die europäische Version. Aber das ist so das, was ich denke. Ich muss hier leider einen Umweg fahren, hätte ich eigentlich auch andersrum fahren können, weil
Da ist die Brücke gesperrt. Ja, ich habe zu viel mit euch gequatscht. Ich hätte gleich da hinten meine B10 fahren sollen, die ich eigentlich immer fahre. Jetzt bin ich zu weit auf der Autobahn gefahren. Und das habe ich jetzt davon. Jetzt muss ich hier einen Bogen fahren. Ja, Leute, wenn rot ist, müsst ihr anhalten. Ja. Gut, dafür ist mein Durchschnitt jetzt hier gigantisch. Und der wird wahrscheinlich noch besser, weil jetzt ich fahre ja Nebenstrecke hier. 13,3 Kilowattstunden, Leute. Das ist natürlich Traumwerte, ne? Also fahren wir mal die Nebenstrecke hier im Autopilot, drehen ihn auch noch mal ein bisschen höher. Also 90 fahre ich jetzt mal hier. Ich kann auch 100 fahren, Leute, natürlich kann man 100 fahren. Also ich habe nicht das Gefühl, dass das Auto unsicher fährt hier auf der Strecke. Die Linie wird sauber erkannt. Ja. Wie gesagt, er bremst jetzt nicht in den Kurven selber, das ist halt das Problem jetzt gerade. Ja, deshalb sollte ich doch nicht so schnell fahren, ne? Mal 80 hier, so. Na, da vorne ist eh eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 70, das kommt mir natürlich zugute. So. Aktivieren wir nochmal. Also das Aktivieren von dem Autopilot, da habe ich immer noch Schwierigkeiten, in welchem Rhythmus man das machen muss, weil bei dem anderen Hebel, der ja auf der anderen Seite war, beim S und X, da musste man so zweimal schnell ziehen und jetzt musste so zweimal langsam drücken. Also das ist ein bisschen seltsam. Geht es noch irgendwie anders? Ich weiß nicht. Und ich weiß auch nicht, wie man es wieder ausschaltet. Irgendwie drücke ich halt auf die Bremse. Es ist E50 hier. Jetzt muss ich hier mal langsamer fahren. Wieso fahre ich so schnell? So. Also Tempomat mal auf 50. Man muss jetzt mehr den Schildern hier. Ne, jetzt will er denn nicht. Jetzt will er meinen nicht mehr. Jetzt hat er... Na? Jetzt hat er ihn wieder drin. Okay. Autopilot geht wieder. Darf ich nur mit 50 runterfahren hier? Das ist ja doof. Ja, aber zumindest funktioniert. Und das ist halt das Highlight. Das war ja mein Anfang, wo ich von dem Autopilot gesprochen habe. In diesem Auto ist halt die volle Technik drin. Ich bin auch deshalb ein bisschen, gerade mit dem Long Range 75er Akku, bin ich ein bisschen im Zweifel, ob Tesla sich da was Gutes getan hat, weil wir haben jetzt eine Überschneidung zwischen den S-Modellen und dem 3er. Weil es gibt das S-Modell ja auch mit einem kleinen Akku weiterhin und da ist das 3er dann durchaus besser. Also da ist dann einfach, muss man sich überlegen, was will ich? Und da sind einfach dann 20.000, 30.000 Euro dazwischen, ne? Oder sogar mehr, je nachdem, was ich an Ausstattung nehme. Also das ist dann schon die Frage, ob das so ein guter Schachzug war. Ein 75er Akku in dem Auto hier mit so einem Verbrauch, mit 12, 13 Kilowattstunden Verbrauch, ist natürlich super. Also ich finde das super. Aber wie gesagt, sie werden dann eigentlich das Model S mit dem Akku gar nicht mehr verkaufen. So. Also die Abgrenzung muss einfach nochmal schärfer werden. Ich hoffe nicht, dass es zum Nachteil vom Model 3 wird. Das hatte ich nämlich am Anfang so die Befürchtung, dass sie da irgendwas weglassen. Und ich hatte am Anfang so die Befürchtung, jetzt schalte ich mal aus und fahre selber, dass es zum Beispiel der Internetbrowser und gerade diese schönen Anzeigen mit dem Energie-Burndown da waren. Aber wenn sie die jetzt nachliefern, coolo. Also es sind ganz wenig Sachen, die ich jetzt so sehe, die jetzt hier im Model 3 nicht verfügbar sind. Mir fällt nämlich schon gar nichts mehr ein, so richtig. Und deshalb glaube ich schon, dass das Auto jetzt hier echt ein Verkaufsschlager wird einfach. Ne? In den USA sieht man es ja schon. Und es ist auch konkurrenzlos im Bereich der E-Autos. Und die E-Autos, die jetzt auf dem Markt sind und halt in der Kategorie 40.000, 45.000 so doch auch drin sind, wenn man die mal ein bisschen so konfiguriert, die haben einfach keine Chance mehr dann. Also wir sind jetzt Oktober, ne? Das ist jetzt die letzte halbe Jahr, wo das noch gehen wird. Und wenn das Model 3 schneller nach Europa kommt, wird das ganz schnell Ende sein. Also das bin ich davon überzeugt. Da muss ein Wahnsinnspreiskampf noch stattfinden. Sprich, also gerade BMW mit dem i3, entweder gibt es den dann plötzlich gar nicht mehr, sie haben dann noch einen Nachfolger, oder sie müssen den eigentlich massiv günstiger anbieten.
Weil der ist einfach, dann ist dann der 40er Akku, der ist da nichts mehr dann. Also unter 60er, 60 Kilowattstunden Akku glaube ich nicht, dass man nächstes Jahr noch Autos anbieten wird oder verkaufen wird großartig. Das wird dann nicht mehr so richtig gehen. Die müssen dann echt günstig sein. Das ist auch ein bisschen das Problem mit Sono Motors, nämlich, weil die mit den zwar die 250 Kilometer Reichweite wollen, aber wahrscheinlich mit dem 40er Akku realisieren wollen. Da bin ich auch im Zweifel, ob Tesla wirklich einen wesentlich kleineren Akku anbieten wird. Oh, schönes Geräusch hier, weil Auffahr. Ah ja, also er hat doch Warnungen drin. Das parkende Auto hat er sauber erkannt. Nee, also man fühlt sich wie in einem Tesla, muss man ganz deutlich sagen. Und ich habe es auch gesagt bei der Überführung zum Manfred. Ich bin ja mit seinem Model S gefahren, dann wieder Model 3 und so und habe gedacht, es fährt sich wie ein kleines Model S. Du hast total das Feeling von Tesla, diese Straßenlage, diese super Straßenlage, sportlich, beim X ist es ein bisschen ja anders, aber gerade vom S zum S-Modell, es ist total irgendwie gleich. Man hat auch diese Abrollgeräusche oder die Geräusche im Innenraum sind total gleich. Was übrigens nicht gleich ist, der Geruch, also das Auto riecht gar nicht. Ich weiß gar nicht, ist das, weil es schon so etwas älter ist, aber die S-Modelle, die riechen immer. Oder überhaupt die Teslas so drin. Ich habe das natürlich ein paar neue nochmal gehabt jetzt hier, neulich ja ein 100D. Und da habe ich auch zum ersten Mal solche Reichweiten gesehen, wenn er vollgeladen war. Aber hier sehe ich die Reichweite, auch wenn er noch 90% ist. Ey, das ist schon gigantisch. Also Reichweitenangst ade. Ja, großer Nachteil von dem hier ist ja, dass er am Supercharger nicht laden kann. Ihr stellt euch vor, das Auto könnte auch noch am Supercharger laden. Ne? Also das wird der Game Changer. Ja, mein Statement zum CCS-Anschluss. Es wäre schön, wenn Tesla ihn einbaut. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass sie ihn nicht einbauen werden, sondern dass sie weiterhin mit ihrem modifizierten Typ 2 weitermachen. Sprich, es wird nur die Supercharger geben zum Schnellladen. Vielleicht noch CHAdeMO, wobei CHAdeMO stirbt scheinbar so langsam aus. Der nächste Leaf muss unbedingt CCS haben. Und sie ignorieren einfach die ganze Ladeinfrastruktur hier in Deutschland, weil man hat ihnen da ja eh, versucht man ihnen ja eh immer ans Bein zu pinkeln. Also. Und auch mit dem, jetzt mit der Sache nochmal mit der Umweltprämie und so. Also dieses Auto kriegt ja auf jeden Fall die Förderung, wenn es da noch eine gibt. Aber dass da jetzt da die Bundesregierung da sich so da verweigert, das ist natürlich, es kann durchaus sein, dass Tesla dann auch sagt, okay, dann unterstützen wir die Sache auch nicht. Ich bin da zwiespältig unterwegs. Ich fände es cool, wenn es CCS hätte, weil dann wäre das Auto, also dann ist es nicht mehr zu stoppen. Ich weiß nur nicht, ob die Amerikaner Elon Musk und seine Berater da bei Tesla, es ist ja nicht immer nur Elon Musk selber, ob die das so sehen, also ob die nicht sich selber so wie in der Blase sehen und das andere ignorieren. Weil man muss ja auch sehen, ihr modifizierter Typ 2 Anschluss für die Supercharger ist ja eigentlich die bessere Lösung. Ja, das hätte man eigentlich, was soll der CCS da mit den zwei Pins da drunter? Also wenn man das über denselben Stecker gelöst hätte, wäre natürlich cool, ja, ist halt jetzt nicht. Also ich tendiere eher dazu, dass Elon Musk Tesla den CCS nicht bringt. Ja, dass sie einfach dasselbe machen wie vorher, sprich, sie bauen den Typ 2 ein, der nur am Supercharger tut. Ja. Es wäre schön, wenn es anders wäre. Aber ja. Ich sage das jetzt mal, weil ich immer auch in der Vergangenheit immer gesagt habe, natürlich kommt da CCS rein, was denn sonst? Und natürlich ist das so, aber Elon Musk hat immer was anderes gemacht. Er baut die Supercharger aus. Leonberg 20 Stalls, Ulm demnächst 18 Stalls mindestens. Die bereiten sich darauf vor, dass die Autos an ihren Ladestationen laden. Ja. Ionity baut jetzt auch auf. Klar, Grübingen ist aufgebaut. Ne? Die nächsten sind projektiert, kann man sehen. Und wäre natürlich cool, wenn wir die nutzen könnten. Das ist schon so. Also wir Tesla-Fahrer, aha. Ja, wenn man überhaupt das Auto fährt. Also das ist mal mein Stand. Und ich komme jetzt hier ans Ziel. Leider einen Bogen gefahren. Dafür länger auf der Autobahn. Gleicht sich im Grunde irgendwie wieder aus. Und mein Durchschnitt ist tatsächlich bei 13,8, also 14 Kilowattstunden. Anzeigen tut er jetzt hier 406. Das kommt dann auch sogar hin mit dem, was wir ja gesagt haben. Sind wir hier gut dabei. Ich kann nochmal, solange ich hier rumstehe, umschalten.
auf Energy. 80% haben wir jetzt noch im Akku. Das ist also auch nicht schlecht. Ja, nochmal hier groß, 80%. Hält leider die Anzeige da nicht. Ich muss dann immer wieder neu tippen hier. Das ist auch sowas Doofes. Also das haben sie nicht gelernt, leider. Gut. So sieht's aus. Echt eine coole Sache. Und da vorne parke ich jetzt hin. Und das war's dann für dieses Video. Normalfahrt zur Arbeit sozusagen. Also so würde ich jeden Tag fahren. Und da kann man sich ausrechnen, was das kostet. Hin und zurück natürlich dann. Jeden Tag. Das ist in Ordnung. Für einen Tesla ist das ein ziemlich geringer Wert. Wenn man bedenkt, dass ein Model X bei 25 Kilowattstunden liegt und ein S sicher bei 20 oder nur knapp drunter. Also das ist ein gigantischer Wert. Also das ist Ioniq-Wert. Ne? Und Ioniq war bisher so das Effizienteste, was es gab hier. Also das ist deshalb ein Gamechanger. Na, wartet auf das Model 3. Kann ich das nur ganz, ganz deutlich sagen. Da müssen die anderen ganz schön nachlegen. Ich denke schon, dass es die Möglichkeit gibt, also gerade im Bereich bei VW und so, sind nicht die dicken Brummer, sondern es ist eher die kleinen Autos dann auch. Aber im Moment würde ich sagen, muss man da hinparken, gerade hier draußen, weil ich nicht ins Parkhaus fahren will, ist das eigentlich ein super Auto. Ihr seht nochmal die Rückfahrkamera, die sieht auch cool aus. Sieht aus wie HD, ne? Ups, ich komme nicht den Berg hoch so. Okay. So. Parken wir mal da kurz hin. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Dieses Video hier. So, Parking. Ja, hat sich nicht viel verändert. Jetzt noch 13,6. Wir sind 34 Kilometer gefahren. Das sind 5 Kilowattstunden, die wir verbraucht haben. 406 zeigt er an. Und das andere waren da drüben. Ja, kann ich noch mal kurz zeigen. 80%, die hält er auch. Genau. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.